Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind vor ein paar Tagen nach Nepal, Kathmandu, angekommen. Sind jetzt in einem Hostel, ein bisschen außerhalb der Stadt. Und heute wollen wir ein Video über das Thema Visa für euch machen. Wir haben in letzter Zeit öfter die Frage bekommen, wie wir denn immer unsere Visa beantragen und wo wir das machen und wie das überhaupt alles funktioniert. Die ganzen Fragen wollen wir jetzt einmal für euch beantworten. Punkt 1 ist auf jeden Fall erstmal Informationen zu sammeln. Das ist immer abhängig von eurer Staatsbürgerschaft. Also ja, ich bin deutscher Staatsbürger. Olga, ich bin Russin. Also man muss gucken, welche Unterlagen man für das Visum braucht, welche Zeiträume möglich sind für das Visum, wie lange man in dem Land bleiben kann. Das muss man natürlich auch alles einplanen. Wie oft man auch pro Jahr zum Beispiel in ein Land einreisen darf, welche Visatypen es gibt und welchen Visatypen man braucht. Dann sollte man natürlich auch gucken, welche Kosten da auf einen zukommen, wie die Sicherheitslage in dem Land ist und kann ja dann gucken, ob man wirklich in das Land rein möchte. Genau. Und dann muss man auch gucken, ob das Visum vielleicht noch an bestimmte Bedingungen gekoppelt ist. Zum Beispiel in Turkmenistan ist das so, wenn man da ein Touristenvisum haben möchte, dann muss man eine Tour buchen mit einem Reiseführer und dann wird man 24 Stunden am Tag von diesem Reiseführer begleitet. Oder in Myanmar ist es zum Beispiel so, dass man ein Visum nur bekommt, wenn man über den Flughafen einreist, also mit dem Flugzeug, und wenn man über die Landesgrenze zum Beispiel von Indien nach Myanmar möchte, dann bekommt man kein Visum. Das ist ja alles ziemlich kompliziert, ändert sich halt auch immer. Deswegen ganz wichtig, darauf zu achten, dass man immer aktuelle Informationen bekommt. Weil ja, es ändert sich alles sehr, sehr schnell. Und immer kurz bevor man das Visum beantragt, nochmal wieder neu checken, ob sich irgendwas geändert hat. Und dann zum Schluss muss man natürlich auch gucken, wie und wo man das Visum beantragen kann. Als nächstes Punkt, wo sammelt man die Informationen, die man dafür braucht? Am besten direkt beim Auswärtigen Amt im jeweiligen Land. Da sind die aktuellsten und die sicheren sozusagen Informationen. Und da ist immer geschrieben, ob man ein Visum braucht oder ob man für gewisse Zeitraum kein Visum braucht. Auch steht die Sicherheitslage in einem Land. Dann Homepage natürlich von jeweiligem Land, wo man einreisen will. Botschaften und Konsulaten. Da stehen auch direkt die Informationen, was man für Unterlagen für ein Visum braucht und wie lange es dauern kann und wie man das beantragen kann. Das ist auch sehr gut. Wenn man da keine Informationen findet, man kann die Botschaften mailen oder direkt anrufen. Bekommt man auch meistens Auskunft. Und wir haben so eine Erfahrung gemacht, wenn man in Zentralasien ist. Es gibt so eine gute Internetseite, heißt Karawanistan. Sie haben immer sehr aktuelle Informationen, auch sehr aktuelle Informationen und Berichten von den Reisenden, die das vor kurzem in der jeweiligen Botschaft beantragt haben und wie die das erlebt haben, wie schnell das alles funktioniert hat oder woran es gescheitert hat. Da kann man sehr, sehr gute Informationen holen. Machen wir euch die beiden Links da unten zum Auswärtigungsamt und zum Karawanistan. Gut, dann geht es weiter. Wie und wo bekommt man denn das Visum bzw. die Visa? Ja, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Die einfachste ist auf jeden Fall, man braucht gar kein Visum für eine bestimmte Zeit. Zum Beispiel in Georgien kann man auch, ich glaube, ein Jahr ohne Visum bleiben. Die zweite Variante, die auch eigentlich ziemlich genauso ist, man bekommt ein Visum on Arrival. Das ist dann allerdings meistens immer noch an ein paar Bedingungen gekoppelt. Zum Beispiel muss man manchmal dafür bezahlen. Man muss teilweise Passbilder mitbringen zur Grenze. Und man muss teilweise vielleicht noch irgendwelche Formulare ausfüllen. Nächste Möglichkeit ist ein E-Visum. Das ist auch eigentlich relativ gemütlich und angenehm, das auszufüllen bzw. zu beantragen. Das läuft halt alles über das Internet. Man füllt normalerweise ja ein Formular aus mit all seinen Daten, mit der Passportnummer etc. Dann schickt man das Ganze ab. Dann überweist man in der Regel ein bisschen Geld an, ja, an die Regierung, an die, was weiß ich, an das Land. Und dann hat man im Normalfall innerhalb von 1, 2, 3 Tagen
das Visum im E-Mail-Postfach. Das muss man sich dann vermutlich ja eigentlich ausdrucken. Und mit diesem Visum kommt man dann an die Grenze und dann ja, bekommt man das Visum quasi in den Passport gestempelt. Ja. Oder so ein Einreisestempel, das ist auch immer unterschiedlich. Also so ein E-Visum gab es zum Beispiel in Tadschikistan und in Aserbaidschan. Das war beides mal ja, wunderbar, sehr problemlos möglich, das alles zu organisieren. Vierte Möglichkeit, man beantragt das Visum in einer Botschaft. Ja, das läuft dann meistens so ab, dass man sich in irgendeinem Land befindet und man nun in das nächste Nachbarland zum Beispiel reisen möchte und man für dieses nächste Nachbarland nun ein Visum braucht. Dann geht man in dem Land, wo man ist, das wird dann in der Hauptstadt im Normalfall eine Botschaft von dem Land haben, in das man einreisen möchte. Und dann geht man zu der Botschaft. Und ja, die Jungs wissen dann auch, was zu tun ist, sie kennen das. Man muss kurz im Internet auch nochmal recherchieren nach den Öffnungszeiten, ob man womöglich einen Termin braucht. Aber naja, dann geht man da einfach hin, man nimmt die ganzen Unterlagen mit, die man braucht, die man vorher bei der Recherche rausgefunden hat. Und ja, dann geht man da hin und gibt die Unterlagen ab, beantwortet womöglich noch ein paar Fragen, muss dann vielleicht auch direkt in bar bezahlen oder man muss zu irgendeiner Bank gehen und Geld überweisen. Und man gibt sein Passport halt natürlich auch ab. Und auch unterschiedlich, ein Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen, unterschiedlich von Land zu Land, aber irgendwann kann man dann zu der Botschaft zurückkommen und sein Passport mit dem entsprechenden Visum für das nächste Land abholen. Es ist auch so, dass manche Länder so einen Service anbieten, dass du in der Botschaft von einem Land das Visum beantragen kannst und in dem nächsten Botschaft quasi in einem anderem Land schon das Visum abholen kannst. Für Usbekistan so gemacht, das habe ich in Kirgisistan quasi beantragt in der Botschaft von Usbekistan und in Tadschikistan in der Botschaft von Usbekistan dann quasi abgeholt. Da waren dann quasi vier Wochen zwischen, weil die Visabearbeitung dauerte irgendwie zwei Wochen und wir wollten dann nicht zwei Wochen in Kirgisistan bleiben, sondern wir haben gesagt, wir möchten das gerne in Tadschikistan abholen. Das war auch überhaupt gar kein Problem, das hat auch ja, wunderbar geklappt. Die komfortabelste, aber auch kostspieligste Möglichkeit, und zwar das Ganze über eine Visa-Agentur zu machen. Das bedeutet, man gibt seinen ganzen Stapel, seinen ganzen Papierkram und sein Passport einfach an eine Visa-Agentur ab, also an irgendeine Firma, die das Ganze für einen erledigt. Und ja, die machen dann den ganzen Papierkram und gehen zur Botschaft und irgendwann kann man dann seinen Reisepass wieder abholen mit dem Visa da drinnen. So, wenn man nun unterwegs ist, ist es natürlich noch ein bisschen komplizierter. Man muss dann halt seinen Passport und die ganzen Unterlagen per Post womöglich dahin schicken, halt nach Deutschland im Normalfall oder halt in dem Land, wo man dann irgendwie ansässig ist. Also ja, wir sind in Deutschland ansässig, das heißt, wir haben eine Visa-Agentur aus Deutschland dann beantragt. Das haben wir zweimal gemacht. Oder machen müssen. Machen müssen quasi, ja, machen müssen quasi. Weil es nicht wirklich anders möglich war. Das war einmal für Russland, da brauchte ich halt ein Visum. Und normales Touristenvisum gilt nur 30 Tage und wir wollten gerne ein 90-Tage-Visum haben und das muss man dann quasi im Heimatland beantragen. Und ja, wir wollten nun nicht mit dem Flugzeug irgendwie zurückfliegen nach Deutschland und das Visum beantragen, deswegen haben wir eine Visa-Agentur eingeschaltet. Wir haben dann die ganzen Unterlagen ausgefüllt, das war in der Türkei, und haben die ganzen Unterlagen mit meinem Passport dann quasi Olgas Mama mitgegeben, die uns in der Türkei gerade besucht hatte. Das war dann ganz angenehm, die hat die ganzen Unterlagen nach Deutschland mitgenommen und hat das dann an die Agentur geschickt. Und die haben das dann alles gemacht. Das dauert dann auch unterschiedlich. Ich glaube, bei Russland hat es dann irgendwie einen knappen Monat gedauert, bis das alles fertig war. Das ist auch Kostenfrage. Je mehr du bezahlst, desto schnell bieten sie den Service an. Man kann dann auch so eine Super Express-Service-Nummer wählen. Da zahlt man dann den dreifachen Preis oder sowas. Ja, also das Russland-Visum hat jetzt, glaube ich, knapp 200 Euro gekostet auf diese Art und Weise. Aber ja, das hat dann auch geklappt und dann wurde der Reisepass von mir danach innerhalb von Deutschland an meine Eltern geschickt. Das war dann auch irgendwie ganz angenehm. Und meine Eltern haben das dann mit einem ja, Einschreiben, irgendwie super versicherten Versand nach Georgien geschickt zu einer Bekannten, die wir da hatten.
Und da konnte ich dann meinen Reisepass irgendwie abholen. Naja, also komfortabel ist es im Endeffekt eigentlich nicht. Das war eigentlich am Anfang ein bisschen blöd gesagt. Es ist eigentlich kostspielig und eigentlich doof. Aber es funktioniert. Aber wir hatten da keine anderen Wahl. In vielen Ländern, man kann das Visum nur da beantragen, wo man Resident ist. Ja, genau. Vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen, wenn man nicht ganz so lange unterwegs ist oder wenn man zwischendurch irgendwie mal in sein Heimatland zurückkommt, dann kann man sein Visum oder seine Visa auch im Vorhinein quasi in seinem Heimatland beantragen. Also was weiß ich, wenn man jetzt sagt, man ist ein Jahr unterwegs, da muss man halt natürlich auch gucken, wie lange die einzelnen Visa gültig sind, wie lange ich warten kann, bis ich in das Land einreise. Aber wenn ich dann zum Beispiel weiß, ich bin ein Jahr unterwegs und nach 6 Monaten werde ich in Russland einreisen, dann kann ich mir vorher mein Russland-Visum beantragen und dann habe ich das quasi in meinem Reisepass noch bevor meine Reise losgeht und ich habe den ganzen Stress während der Reise nicht. Also das ist ja vielleicht auch eine sehr, sehr angenehme Variante. Auf was muss man noch achten? Wie wir das gerade erzählt haben, mit der Agentur die Pässe schicken, das funktioniert aber nur, wenn man 2 Pässe hat, weil es ist super komisch oder auch vielleicht nicht erlaubt, in einem Land ohne Passport sich aufzuhalten. Deswegen in vielen Ländern ist es erlaubt oder möglich, den 2. Reisepass zu beantragen, zum Beispiel in Russland oder Deutschland. Und das ist sehr, sehr, sehr praktisch für den Fall. Und auch bei dem Fall, wenn irgendwelche Konflikte zwischen den Ländern gibt, zum Beispiel nach Iran, kann man nicht einreisen, wenn man in Israel unterwegs war und andersrum. Genau, deswegen haben wir quasi den Einreisepass benutzt, um in Israel und Jordanien zu reisen. Und mit dem anderen Reisepass haben wir dann unser Iran-Visum beantragt, sodass die Iraner nicht wussten, dass wir im bösen Israel unterwegs waren. In manchen Ländern muss man sich auch registrieren, das ist auch sehr wichtig. Sonst bei der Ausreise aus dem Land hat man ein Problem. Zum Beispiel in Russland. Braucht man innerhalb von 7 Werktagen eine Registrierung als Ausländer, muss man sich entweder bei der Post oder bei der Polizei registrieren lassen. Soll man sich auch informieren, wie man das macht. Quasi nochmal mit dem Passport hingehen und nochmal diverse Unterlagen abgeben und so weiter. Das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Muss man aber drauf achten. Also es war in Russland so, es war auch in Kasachstan so, in Usbekistan muss man sich auch irgendwie alle 3 Tage in einem Hotel registrieren. In Aserbaidschan muss man sich auch irgendwie, ich glaube, nach 2 Wochen oder sowas registrieren. Ja, das Problem ist, wenn man das nicht macht bei der Ausreise, das kann wirklich zu erheblichen Strafen führen. Ich glaube, in Aserbaidschan sind das irgendwie wirklich 500 Euro oder so, die man dann einfach bezahlen muss. Oder man muss irgendwie für 2 Wochen ins Gefängnis oder so gehen. Also das ist wirklich, ja, damit ist nicht zu spaßen. Das muss man halt auch bei der Recherche gucken, suchen, ob man sich da in dem Land registrieren muss. Immer sich informieren. Zum Schluss können wir noch sagen, was wir in den letzten 2 Jahren, die wir gereist sind, für unser Visa ausgegeben haben. Trommelwirbel. Na, was haben wir ausgegeben? Knapp 1400 Euro. Ja, nicht unbedingt wenig. Schon ein bisschen was. Wir waren eben selber überrascht, als wir die Zahl doch nochmal gesehen haben. Aber ja, wir haben halt für 3 Visa, also für einmal für Russland für mich und dann für uns beide für Indien, eine Visa-Agentur eingeschaltet. Allein das sind schon 600 Euro, glaube ich, gewesen. Und sonst, ich weiß jetzt nicht, wie viele Visa wir sonst so beantragt haben, aber ja, für 10 Länder oder so würde ich schon mal irgendwie sagen. Oder? Ja, und die kosten dann irgendwie zwischen 50, 70 Euro. Und dann irgendwie sammelt er sich doch. Ja, es sammelt sich halt, ja. Ja, das waren unsere Informationen, unsere Erfahrungen zu den ganzen Visa-Angelegenheiten, die wir jetzt bisher erlebt haben. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, falls wir irgendwas jetzt nicht erklärt haben, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wie immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.